Herzlich willkommen, liebe Community. Heute wieder live. Live heute mit Michael von Höfen, dem Vertriebsprofi, unter anderem aber Unternehmensprofi, so nennt man ihn auch. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir gemeinsam ziemlich wichtige Themen besprechen. Wir haben nämlich im Vorfeld aus dem Field, also von der Community, Fragen gesammelt, was denn interessant ist zum Thema Unternehmertum. Welche Hürden es gibt, welche Stolpersteine es gibt im Vertrieb und was Unternehmer beachten sollten. Und jeder, der ja im Vertrieb unterwegs ist, ist auch gleichzeitig Unternehmer und selbstständig unterwegs. Und das ist unser großes Thema. Und wir hoffen, dass ihr heute alle mit Inspiration und mit einem ja, verbesserten Wissen oder tiefgründigerem Wissen aus diesem Interview rausgeht. Aber erstmal herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein kann und schön, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich echt auf die nächsten, ja, so 45 Minuten haben wir gesagt und ja, sind wirklich ein paar spannende, wichtige Fragen dabei auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Genau, also ich freue mich genauso. Wir haben eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, um das Ganze ausführlich zu besprechen. Wenn wir mit der Zeit durch sind, werden wir einfach mit den Fragen aufhören. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit zu kommentieren. Also wenn eurerseits noch Fragen offen sind, bitte schreibt es unter die Kommentare, gerne jetzt schon auch während des Live, aber auch unter anderem im Nachhinein, weil das Video bleibt gespeichert als Aufzeichnung. Ihr könnt jederzeit euch das nochmal anschauen und neue Fragen niederschreiben. Das heißt also, wir bleiben mit euch in Kontakt und geben euch mit Sicherheit auch noch ein paar Begriffe beziehungsweise ein paar Ideen unter die Kommentare, damit ihr mit dem Thema weiterarbeiten könnt. Also wir möchten, dass ihr inspiriert werdet und dass ihr einen Mehrwert aus diesem Interview habt. Okay, also bevor wir jetzt starten, ganz so wie es immer ist, möchte ich das Ganze mit einem Zitat beginnen und dann starten wir gleich auch schon mit der ersten Frage, die ich an Michael habe. Das Zitat ist von Johann Wolfgang von Goethe: Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel. Also es geht ja darum, dass man sich so organisiert, so strukturiert, dass man auch leicht durch den Tag kommt. Und vor allen Dingen geht es darum, sein ganzes Business zu strukturieren und gut aufzubauen. Und Strukturen zu schaffen, die Zahlen im Griff zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Michael, erzähl doch mal, was ist da in dem Bereich besonders wichtig? Ja, ich glaube, der Johann Wolfgang von Goethe hat da einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade wenn du selbstständig bist oder wenn du Unternehmer bist, weil es erklärt dir in der Regel niemand. Also ich habe ursprünglich mal BWL studiert, ja, mit Schwerpunkt auch noch Rechnungslegung und Steuern. Das bedeutet ja so das richtig trockene Fach gewählt damals. Und das merkt man dann auch beim Stoff. Und es ist halt nicht das, womit sich ja, die Gesellschaft generell einfach beschäftigt, muss ich sagen. Das wird auch nicht in der Schule gelehrt und dementsprechend jeder, der dann irgendwann mal in die Selbstständigkeit geht, der Fachmann oder Fachfrau ist und irgendwas richtig gut kann oder ein richtig gutes Produkt hat, im Direktvertrieb zum Beispiel, dann gibt es dieses Handwerkszeug eigentlich gar nicht. Was du so, also du hast kein Wirtschaftsfach in der Schule, du weißt gar nicht, worauf lässt du dich so richtig ein. Und dieses ganze Fundament beziehungsweise die Struktur, die du um dein Unternehmen, um deine Selbstständigkeit drumherum spannen musst, ja nicht nur solltest, sondern musst, die fehlt dann in vielen Fällen und die muss sich dann hart auch oft durch Fehler, die man dann auf dem Weg macht, dann erlernt werden. Ja? Und genau, das ist so diese Struktur, die, also wenn ich das Zitat einfach mal übertrage, die ich dann natürlich versuche, dann auch da reinzubringen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, Fachleuten, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, die auch eine super Geschäftsidee haben, dieses Fundament halt mit auf den Weg zu geben. Ja. Und das fängt halt, das ist so in der BWL oder im kaufmännischen Bereich, fängt das für mich an. Ja, weil du bist in Deutschland, ist ja sowieso ein Bürokratieland schlechthin. Also ich weiß das noch sehr gut. Ich war in zwei Direktvertrieben auch kaufmännischer Leiter und da kommt natürlich immer wieder auch die Frage von Vertriebspartnern auf, ja, was habe ich denn jetzt zu tun? Das geht ja schon bei der Gewerbeanmeldung los.
bis zur Steuererklärung dann irgendwann. Und natürlich kannst du auch als Unternehmen, das ist natürlich ein Hindernis, keine Steuerberatung machen oder Rechtsberatung oder sonstiges. Aber es fehlt einfach so ein bisschen Anleitung im Leben eines Selbstständigen, sich das Ganze zu strukturieren, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall der Bereich, auf dem ich mich spezialisiert habe, ist aber natürlich nicht exklusiv. Also ich würde auch sagen, die Struktur generell, also sich selbst zu organisieren als Selbstständiger, ist auch, wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kommst und dir jemand sagt, jede Minute, was du zu tun hast, und du hast halt einen Stapel von Aufgaben, das ist auch was ganz Neues, was du, glaube ich, dann lernen musst. Das passt auch sehr, sehr gut zu dem Zitat. Ja. Ja, jetzt mal unabhängig von der Branche, was ist denn die größte Hürde in dem Bereich? Ja, ich habe es ja tatsächlich jetzt gerade schon mal angerissen. Also, es ist die Bürokratie, glaube ich, wenn du startest. Also, die größte Hürde beim Start in die Selbstständigkeit generell ist erstmal zu wissen, welche Schritte ich jetzt konkret gehen muss. Okay, ich weiß vielleicht, womit ich das machen möchte. Ich habe ein Produkt oder ich habe eine Dienstleistung, die ich jetzt am Markt anbieten möchte. Und dann muss ich mir natürlich erstmal, also oft kommt so die Frage, muss ich jetzt erstmal einen Businessplan schreiben? Ja, einen Businessplan musst du meiner Meinung nach in vielen Fällen einfach nicht schreiben. Ein Businessplan ist dazu da, einer Bank zum Beispiel zu erklären, warum du jetzt eine Finanzierung brauchst. Aber wenn du dir selber überlegst, wie du starten möchtest, dann sind die viele Aspekte aus dem Businessplan wichtig, aber du musst dich nicht hinsetzen und erstmal 20 Seiten schreiben. Viel wichtiger ist, dass du dich halt mit der Zielgruppe beschäftigst, mit deiner Ansprache und Positionierung beschäftigst, erstmal in der Selbstständigkeit. Und dann, wenn du das Ganze hast und wenn du, ich sag mal, ein funktionierendes Geschäftsmodell hast, was sich auch grundsätzlich rechnet und rechnen kann, dann muss man das mal so ein bisschen in Zahlen in Papier bringen, auf Papier bringen. Ja? Weil man hat zwar eine grobe Vorstellung, aber du weißt vielleicht gar nicht oder du musst mal recherchieren, was für Aufwand kommt denn noch für mich dazu, wenn ich überhaupt in die Selbstständigkeit gehe? Und ja, wenn du das erstmal hast und dieses grundsätzliche Geschäftsmodell funktioniert und sich auch rechnet, sage ich mal, dann kommt natürlich auch wieder, wie gerade schon erwähnt, so ein bisschen die Bürokratie in Deutschland ins Spiel. Ja, dann stehen halt so die Dinge wie Gewerbeanmeldung an, dann bekommst du auf einmal vom Finanzamt ein Schreiben, dann musst du dich da erstmal steuerlich ja, musst du Positionen beziehen, wie viel Gewinn mache ich denn überhaupt? Und das sind alles Fragen, mit denen hat sich jemand, der erst in die Selbstständigkeit geht, noch nie beschäftigt. Ja, und viele wissen auch gar nicht, was man jetzt an welcher Stelle irgendwo eingeben muss. Und wenn da schon Fehler passieren, wenn man das halt von Anfang an nicht richtig macht oder mit Experten im Boot macht, dann kann es halt sein, dass man dann ja, sich da schon die ersten Steuervorauszahlungen ins Boot holt, die man vielleicht gar nicht bedienen kann, weil man noch gar nicht den Umsatz dazu gemacht hat. Ja, das sind so für mich also beim Start auf jeden Fall die größten Herausforderungen und dann, wie gesagt, einfach zu wissen, und das hast du durch, das habe ich auch durch, das ist ein ganz anderes Leben, jeden Tag seine Aufgaben so zu strukturieren, dass man auch das Maximale rausholt. Man hat eben keinen Chef, der einem sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, diese Aufgaben sind jede Woche, jeden Tag zu erledigen, sondern du musst halt aus deiner Zeit, aus deinen 40 plus Stunden als Selbstständiger wirklich das Optimale herausholen und darfst dich dabei auch nicht in Kleinigkeiten verlieren. Ja, also wenn du den ganzen Tag Buchhaltung machst, aber keinen Umsatz generierst, dann bist du zwar total beschäftigt, aber am Ende des Tages kannst du deinen Kühlschrank auch nicht füllen. Also da immer zu schauen auch, wo lege ich den Fokus und was ist jetzt was ist vielleicht nicht so wichtig, was gebe ich vielleicht sogar ab an den jeweiligen Experten dann genau. Ja, Experten sind ja diejenigen, die einen unterstützen, die einen weiterhelfen. Aber vor allen Dingen bin ich der Meinung, Experten sind dafür da, dass wir selber auch den Weitblick bekommen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als am ersten Tag der Selbstständigkeit alles direkt abzugeben und sich um nichts kümmern zu wollen, weil dann kommt das unternehmerische Verständnis gar nicht so richtig bei einem an, was Einnahmen und Ausgaben betrifft. Und du hast es gerade so schön angesprochen, man muss irgendwann dem Finanzamt gegenüber erklären, ob eine Gewinnerzielungsabsicht, so heißt es so schön, das habe ich selbst erfahren, denn da ist. Und ich musste dann erfahren, dass meine nebenberufliche Selbstständigkeit, die ich 2015 angefangen habe, durchaus mit dazu zählt. Und seit 2018 bin ich voll selbstständig. Und dann kam auf einmal dieser Brief. Aber dann konnte ich aufgrund dessen, dass ich in 2018 für mich einen Businessplan
niedergeschrieben habe, nur für mich alleine, um auch das Verständnis für meine Positionierung zu bekommen, konnte ich dem Finanzamt ganz glaubhaft nahelegen, dass die Gewinnabzielungsabsicht auf jeden Fall da ist und dass ich mit Gewinn auch rausgehen werde das erste Jahr. Und das ist ja wichtig. Aber so 3 Jahre hat man, glaube ich, so ein bisschen Puffer, um sich zu finden, oder? Ja, absolut. Ich wollte auch nicht damit sagen, dass ein Businessplan keinen Sinn ergibt, sondern vielmehr, dass man halt die Aspekte des Businessplans für sich schon durcharbeiten sollte. Aber man erlebt ja immer wieder, dass Menschen sich auch im Perfektionismus verlieren. Ja, und ich möchte halt vermeiden, und das ist so ein bisschen das, was ich schon öfter erlebt habe jetzt, dass man ein Jahr lang mit einem Businessplan schreiben verliert, weil man es einfach perfekt haben möchte, während man schon viel mehr am Markt auch hätte testen können. Nebenberuflich natürlich mit viel mehr Freiheiten und auch mal den Möglichkeiten, mal links und rechts zu schauen. Weil meistens ist auch die erste Idee nicht die beste. Also das ist auf jeden Fall das. Und was du gerade gesagt hast, ist unglaublich wichtig. Also der Unternehmer oder der Selbstständige muss immer derjenige sein oder diejenige sein, die den Überblick über die eigenen Zahlen hat. Ja, das kann man gar nicht outsourcen. Und auch wenn ich jetzt externer Kaufmann bin, kaufmännischer Leiter, ist auch das was ich immer sage, dass ich kann dir diese Aufgabe nicht abnehmen. Ich kann dir helfen, die Zahlen zu verstehen und zu strukturieren, aber am Ende des Tages bist du dafür verantwortlich. Dafür bist du Geschäftsführer oder dafür bist du im Einzelunternehmer und für die Zahlen und das, was dabei rauskommt, auch verantwortlich. Deswegen der erste Schritt, diese Dinge zu verstehen, ist unglaublich wichtig. Aber trotzdem gemeinsam mit einem Experten, zum Beispiel deinem Steuerberater, das Ganze auch zu erarbeiten. Weil woher sollst du es lernen, wenn du nie überhaupt den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn zum Beispiel in der Schule gehabt hast oder studiert hast oder sonstiges. Und es ist halt gefährlich und dauert auch sehr lange, sich das alles selbst anzueignen. Deswegen muss man eben an gewissen Stellen, und ich bin da ein absoluter Verfechter davon, dass man, bevor man überhaupt startet, auch mal seinen Steuerberater mit ins Boot holt, um dann mal die Dinge einfach durchzusprechen. Was kommt auf mich zu? Welche Themen muss ich beachten? Und wie rechnet sich das Ganze auch, was ich hier vorhabe? Ja, wenn wir also über Stolpersteine sprechen, die ja durchaus gegeben sind, die sind in der Anfangszeit gegeben, die gibt es aber auch im weiteren Fortbestehen des Unternehmertums. Was kannst du der Community mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung heraus, was so die typischen Stolpersteine ganz speziell auch im Direktvertrieb sind? Weil viele aus der Community, die jetzt zuschauen, kommen aus dem Direktvertrieb. Ja, das sind der Erfahrung nach, also im Direktvertrieb ist es ja so wie bei vielen anderen Unternehmern und Selbstständigen auch. Ja, irgendwo baust du ja, also viele sind Einzelunternehmer oder nebenberuflich tätig und haben noch ein Angestelltenverhältnis, aber es gibt so gewisse Stufen, die du einfach hast. Ja, der erste Stolperstein, den haben wir, glaube ich, gerade schon ausführlich besprochen, der Start in die Selbstständigkeit, die Selbstorganisation und auch die Einnahmen erstmal zu generieren. Also es fängt ja eigentlich schon dabei an, dass du auf einmal verkaufen musst, ja, dass du Marketing machen musst, dass du verkaufen musst und das mit System betreibst, dass du dann auch das Ganze, ja, die Einnahmen kommen langsam rein und du musst natürlich irgendwie deinen Lebensunterhalt davon bestreiten, beziehungsweise hast das Geld vielleicht verplant, wenn es ein Nebenerwerb ist und mindestens mal hast du auch nur eine limitierte Zeit, in der du was machen kannst. Ja, und sich in diesem Dreieck nicht zu verlieren, also zu arbeiten und dafür aber nur 200 Euro im Monat zu verdienen, das ist, glaube ich, so das Erste, gerade im Direktvertrieb, dass man halt ja im Direktvertrieb oft aus Leidenschaft startet und dass man am Anfang dazu ja fast schon gezwungen werden muss, sich wirklich hinzusetzen und sich mit den Zahlen auch zu beschäftigen. Denn der Vorteil ist wirklich am Geschäftsmodell Direktvertrieb oder Network Marketing ist eben, dass dir vieles schon gegeben wird. Du hast ganz viele Werkzeuge, was Marketing angeht, du hast ein tolles Produkt in vielen Fällen, was du nutzen kannst und du hast auch schon viele begeisterte Fans und eine Community von Menschen, die das schon alles gemacht hat, was du tust. Und du musst halt trotzdem wissen, dass das kein Selbstläufer ist und du in dieser Welle ja nicht einfach mitschwimmen kannst, sondern selber auch das Ruder in die Hand nehmen musst. Ja? Und dementsprechend von Anfang an damit beschäftigen, auch mit dem Vergütungsplan,
mit dem Geschäftsmodell, was muss ich überhaupt tun, um meine Ziele zu erreichen, sich erstmal Ziele zu setzen, das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade in der Branche. Ja, es geht ja auch darum zu schauen, okay, ist das in meiner vollen Selbstständigkeit, die ich dann starte, überhaupt möglich, davon zu leben? Und ich habe da Erfahrungen gesammelt. Ich habe ein System für mich entwickelt, eine Mischung aus Ersparnissen für schlechte Zeiten dann auch, aber auch für große oder kleine Anschaffungen, aber auch aus dem Bereich, dass ich sage, okay, das nennt man so Fun and Play. Ich kann es mir leisten, mir auch zwischendurch mal was zu gönnen. Und wenn man hochrechnet, was man denn braucht, was man gerne haben möchte, muss man das runterskalieren auf die Leistung, die man bringen muss, beziehungsweise auch der Preis, den man als Selbstständiger, jetzt als Trainer in meiner Position zum Beispiel, von den Auftraggebern haben muss, um dementsprechend auch den Lebensstandard zu erfüllen. Also der Wert, der jede Person mit sich bringt, beziehungsweise wie viel man selbst wert ist. Aber im Direktvertrieb wird vieles schon vorgelegt und es ist vorhanden, aber trotzdem ist es wichtig, und das finde ich so gut, dass du das sagst, dass man sich mit den Zahlen beschäftigt. Also man wird ja oft auch im Direktvertrieb gefragt, was möchtest du gerne erreichen und was hast du denn für Ziele? Wie viel möchtest du mit dem Produkt verdienen? Mit dem Teamaufbau, mit dem Produktverkauf, das ist ja oft auch eine Mischung daraus. Ja. Und ich glaube, dass das aber nicht nur das Einzige ist, was die Menschen wirklich motiviert, sondern Direktvertrieb bedeutet ja viel, viel mehr. Aber aus kaufmännischer Sicht, du bist ja da Experte, kannst du so ein, zwei Punkte sagen, was du als allererstes einem Neueinsteiger empfehlen würdest, wenn du jetzt deren Führungskraft wärst? Ja, also jetzt mal abgesehen von den Dingen, die einfach notwendig sind, wie zum Beispiel, du musst dich mit den steuerlichen Themen leider beschäftigen, also Gewerbeanmeldung machen und so weiter, das ist klar. Solltest du dir, das habe ich so erlebt, ist so ein bisschen es wird immer gefragt, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du denn verdienen? Und dann werden große Zahlen in den Raum geworfen und das führt natürlich dann auch zu Motivation, gerade so in den ersten Gesprächen mit der Führungskraft. Aber das ist eigentlich das, was dann auch im Nachgang oft zu Demotivation führt. Weil hinter dieser Zahl steht dann ganz oft kein richtiger Plan. Und wenn, dann ist das ein oberflächlicher Plan. Also man muss sich wirklich selbst mit dieser Zahl und dem Ziel dann auch beschäftigen und eben das, was dahinter steckt. Bei dir, du hast es gerade gesagt, in der Dienstleistung ist es halt oft einfach auch der Preis, den du verlangen musst von deinem Auftraggeber. Also ein Tagessatz zum Beispiel, den du selber richtig bestimmen musst und halt, wenn du es dir runterrechnest, dann nicht auch unter Mindestlohn am besten arbeitest pro Stunde. Im Direktvertrieb sind die Preise ja ganz oft gesetzt. Da musst du schauen, welche anderen Hebel du eben nutzen kannst. Ja, und fast schon eine Geschäftsstrategie vielleicht zu entwickeln, um überhaupt zu schauen, okay, ich habe jetzt ein Produkt, das kostet 100 Euro, das muss ich also, und dann kriege ich eine Provision X dafür, das muss ich also, keine Ahnung, 200 Mal verkaufen, um mein Ziel zu erreichen. Oder ich muss es 100 Mal verkaufen, aber mir noch ein Team aufbauen oder sonstiges. Aber man muss es wirklich, also man muss erstmal den Vergütungsplan verstanden haben, zumindest die ersten Schritte, jetzt nicht den Fehler machen und sich schon mit dem absoluten Top-Level beschäftigen. Das macht auch keinen Sinn. Aber immer deine nächsten 2 bis 3 Schritte vorausplanen. Was muss ich jetzt tun, um den nächsten Schritt einfach zu erreichen? Und das muss ein ganz klarer Fahrplan sein. Denn wenn du dann oft merkst, und also Menschen fühlen sich dann ja auch zum Beispiel hintergangen von dem System, der Vergütungsplan funktioniert ja gar nicht oder sonstiges. Aber es ist oft auch so, dass man einfach die falsche Strategie hat, die falsche Herangehensweise. Ja, das ist klassisch. Es gibt in Düsseldorf einen Hemden-Direktvertrieb, da habe ich letztens noch mit einer Vertriebspartnerin gesprochen. Und es ist da als Beispiel, ist es halt ein großer Unterschied, ob du jetzt mit deinen Hemden oder mit deinem Maßband zu Haushalten oder zu Wohnungen fährst, zu Privatpersonen und dann an eine Person ein Hemd verkaufst oder eine Person misst. Oder du konzentrierst dich halt auf Firmen und dann fährst du zu einem Kunden hin, einer Firma und misst da gleich irgendwie 10, 20 Leute aus, die dann Hemden bestellen. Du hast das gleiche Produkt, den gleichen Preis, aber du hast aus deiner Zeit viel, viel mehr gemacht mit der Strategie, dich einfach auf Geschäftskunden zu konzentrieren. Und das sind eben Dinge, ja, die, mit denen muss man sich eigentlich schon am Anfang beschäftigen. Wie hole ich das maximal aus meinem Potenzial raus?
Ja, super. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, da könnten wir beide auch nochmal überlegen, ob wir da ein Training zu anbieten für diejenigen, die neu starten, beziehungsweise auch für die Führungskräfte und Unternehmer, die sagen, ich möchte gerne meine neuen Berater dahingehend unterstützen und denen die wichtigsten Punkte nahelegen, mit denen gemeinsam erarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein richtig spannendes Thema ist, das die Community auch interessiert. Michael, was sind denn so die Möglichkeiten einer Führungskraft und eines Unternehmens, um den neuen Beratern den Einstieg zu erleichtern? Ja, also ich habe ja schon, das ist immer ein bisschen schwierig mit der Rechtsberatung und Steuerberatung. Das darf natürlich kein Unternehmen machen, das darf auch schon gar keine Führungskraft machen, aber die neuen Vertriebspartner dann wirklich doch trotzdem an die Hand zu nehmen, um diese Schritte eben zu durchgehen. Also man kann ja schon sagen, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, wir wollen dich nicht erschrecken, aber 1, 2, 3, das steht für dich an. Wir haben auch schon mal vorbereitet. Also bei der Gewerbeanmeldung zum Beispiel im Direktvertrieb, wie du dein Gewerbe, du musst ja mal einen Gewerbezweck angeben. Und da, das ist ja schon schwierig, wenn du das selber überlegen musst. Aber ein Unternehmen hat im Prinzip, ich sag mal, 1000 Vertriebspartner, die alle den selben Gewerbezweck haben. In der Regel, wenn sie nur das machen, dann kann man zum Beispiel schon mal einen Vorschlag in die Richtung geben. Oder man kann ihnen andere Vorgaben geben, also zum Beispiel oder Vorschläge machen. Zum Beispiel direkt ein separates Konto für die Selbstständigkeit zu eröffnen, dass man immer die Ein- und Ausgaben auch wirklich im Blick hat. Also so ein paar Rahmenbedingungen, einfach sozusagen bei einer Autobahn die Leitplanken mitgeben, dass der Vertriebspartner da nicht verloren ist in dem Fall und so ein paar ja, Wegweiser einfach hat auf dem Weg. Dann ist das nämlich alles gar nicht so schwierig. Nur wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, dann ist das schon sehr überwältigend, habe ich oft festgestellt. Führungskraft und das Unternehmen, für die ist das halt alles schon Erfahrung. Die haben diesen Prozess schon durchgemacht. Sie haben auch teilweise schon mit vielen eigenen Teammitgliedern das Ganze durchgemacht, haben da unterschiedliche Probleme vielleicht auch schon erlebt oder Herausforderungen, die dann die eine Person hatte, die andere nicht. Und von der sollte man schon profitieren. Ja, und das Zweite ist halt, das erlebt man im Direktvertrieb leider viel zu oft. Ist, dass der Vergütungsplan halt oft am Anfang schön geredet wird. Ich verstehe, dass man das machen muss oder nicht machen muss, aber dass das gemacht wird, weil man natürlich ja, eine einfache Einkommensmöglichkeit bieten möchte. Aber man muss auch wissen, dass halt, wenn man es zu blumig redet, dass es dann am Ende zu einer Enttäuschung kommt. Und deswegen sollte man als Führungskraft und auch als Unternehmen ganz klar sagen, was nicht nur die Möglichkeiten sind, die mit Sicherheit ein Teil der Vertriebspartner auch mit Leichtigkeit erreicht, sondern auch was auf dem Weg dahin zu tun ist, was der Vergütungsplan von dir verlangt, um diese Stufen zu erreichen. Okay, spannende Geschichte. Können wir der Community so die wichtigsten drei Punkte, sage ich mal, unter Kommentare nochmal schreiben, worauf sie achten sollten? Ich finde das spannend. Du hast ja gesagt, ein Geschäftskonto eröffnen zum Beispiel wäre eine Situation, die wichtig ist oder ein Punkt. Und ich denke mal, da können wir noch was drunter schreiben, oder? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ja. Ja, super. Klasse. Ja, ich möchte jetzt weitermachen mit einem Zitat von Anton Bruckner. Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verbleiben. Ja, also, das Fundament ist natürlich das Allerwichtigste. Wenn das Fundament stark ist, kann der Turm möglichst hoch darauf auch gebaut werden. Und zum Fundament gehört natürlich ein guter Start, eine gute Überlegung, wie die Selbstständigkeit denn aussehen soll, dass man Ziele vereinbart, dass man sich selber Gedanken macht, okay, im Rahmen des Businessplans zum Beispiel die einzelnen Punkte, die da wichtig sind, für sich nochmal genau anschaut und sich einen Weg zurechtlegt, um die Ziele auch zu erreichen. Man sagt ja, die sogenannte SMART-Formel gibt einen dann den konkreten Weg praktisch vor. Also SMART, wer danach nochmal googeln möchte, das Thema ist weitläufig bekannt, aber erst dann, wenn ein Ziel wirklich konkret ist, kann es auch gut erreicht werden. Das ist so eine Geschichte der visuellen Formulierung, eine definitive Zeitangabe, bis wann ich das erreicht haben möchte und, und. Da spielen viele Faktoren mit rein.
Aber jetzt mal, was das Fundament betrifft, Michael, was hast du denn da für Erfahrungen? Wie ist denn das beim Einstieg? Was ist im Fundament wichtig? Ja, im Prinzip alles, was wir gerade schon gesagt haben, ne? Gerade jetzt im Direktvertrieb, also erstmal die Grundlagen sich zu erarbeiten, also das ganze Nötige einfach zu machen, wie ich gerade gesagt habe, Gewerbeanmeldung, Finanzamt, Bankkonto eröffnen und so weiter, das ist schon mal wichtig, da ein stabiles Fundament zu haben und sich dann, das ist das wirkliche Fundament, gerade im Direktvertrieb, ist wirklich das Geschäftsmodell. Also sich mit dem Vergütungsplan und mit der eigenen Arbeit, mit der eigenen Herangehensweise auseinanderzusetzen. Sich wirklich zu überlegen, das ist mein Ziel, das ist mein Umsatzziel oder Umsatz- und Teamziel und das breche ich jetzt herunter auf wirklich meine eigene Aktion, dass ich einen Fahrplan habe und Fahrplan ist ja nichts anderes als irgendwo ein Teil des Businessplans. Das kann man auch auf Zahlen herunterbrechen. Ich muss so und so viele Partys machen im Monat, um auf den Umsatz zu kommen. Ich muss so und so viele Produkte verkaufen, um auf den Umsatz zu kommen. Oder mit so und so vielen Leuten sprechen. Oder wie auch immer. Dabei kann dir dann ja auch die Führungskraft helfen. Nur wer einfach drauf los arbeitet, der ohne Ziel, ohne Sinn und Verstand sozusagen, der wird wahrscheinlich irgendwann auf diesem Weg dann vor eine Hürde kommen oder auf eine Hürde zulaufen, die einfach dann nicht mehr zu überwinden ist, weil man vielleicht mit der falschen Strategie losgelaufen ist. Ja, also am Anfang vielleicht auch, man hat ja gerade im Direktvertrieb eine große Community an Menschen, die das Gleiche tun wie du selbst, mit Leidenschaft und Fans des Produkts sind, sich mit denen auszutauschen, wie denn die optimale Herangehensweise ist. Ja, und das kann dann schon ein Tipp sein, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel, ja, mach halt Geschäftskunden und keine Privatkunden. Das kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dieses Fundament halt nicht nur auf der kaufmännischen Seite, dann in Form von den sowieso Pflichttätigkeiten, wie zum Beispiel einer Gewerbeanmeldung zu tun, sondern eben auch sich das Geschäftsmodell, das Vergütungsmodell dann genau anzuschauen. Ja. Ja. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, erstmal zu starten und mit seiner Leidenschaft für das Produkt, für das Businessmodell loszulegen und sich darauf zu konzentrieren, zu schauen, was ist überhaupt möglich in dem Bereich? Ist das ein Produkt? Ist das eine Marke, mit der ich mich hundertprozentig identifizieren kann? Wie transportiere ich das nach draußen? Wie verkörper ich meine eigene Begeisterung? Wie übermittle ich das Ganze an die Community? Aber vor allen Dingen, wie baue ich mir Kunden auf? Ist mein Ziel Teamaufbau als Beispiel, dass ich mir da Informationen hole? Und ich glaube, dass mit das Wichtigste der Austausch ist. Und diejenigen, die kreativ sind, die den Job lieben, aber das Zuhause im Büro Steuern und Rechnungen und alles, was auf einen zukommt, zu sortieren, nicht so toll finden, kann ich nur empfehlen, bitte schaut euch an, wer schon da ist, wo ihr angekommen seid. Das ist genau das, was Michael gerade gesagt hat. Tauscht euch aus, holt euch Tipps. Denn das, was die Menschen falsch gemacht haben oder welche Erkenntnis sie daraus gewonnen haben, kann euch nur hilfreich sein. Und oft ist es auch der Sponsor bzw. das Unternehmen selbst, das diese Tipps dann auch weitergibt. Und auf der anderen Seite würde ich euch empfehlen, schaut euch an, welche Informationen ihr außerhalb der Unternehmensstruktur auch bekommen könnt. Das heißt, auf der einen Seite vielleicht einmal ein unverbindliches Gespräch mit einem Steuerberater, auch wenn ihr keinen Auftrag erteilt. Aber es gibt auch Personen, die sich in dem Bereich richtig gut auskennen, so wie Michael zum Beispiel. Du berätst ja nicht nur Unternehmen, sondern auch Führungskräfte, wenn man auf dich zukommt. Und dahingehend würde ich jedem empfehlen, natürlich ist das im Bereich der Verschwiegenheit und ein sehr intensives Gespräch unter vier Augen. Und schaut euch einfach an, was da möglich ist an Unterstützung. Und ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe es selber auch erlebt. Ich habe mich erst da durchgewuselt und dann habe ich doch steuerliche Unterstützung dazugeholt. Und es bringt auch eine gewisse Art von Erleuchtung. Und aha, dieser Moment, der wäre sonst nicht gekommen, wenn man sich alleine mit dem Thema beschäftigt. Man übersieht ja auch viel. Und es gibt so viele Vorteile in der Selbstständigkeit. Also, warum soll man diese Vorteile nicht mitnehmen? Ja, Michael, was denkst du? Also, Anfang an? Absolut, absolut.
Also gerade was du gesagt hast, dass man den Steuerberater, wie gesagt, auch früh ins Boot holt. Und du hast, glaube ich, mal erzählt, auch im Vorgespräch und jetzt gerade auch nochmal, du hast deine komplette Buchhaltung am Anfang selber gemacht und hast sie dann irgendwann abgegeben. Ja? Und es ist super wichtig, dass man sich halt mit den Einnahmen, Ausgaben beschäftigt, weil sehr schnell dazu kommt, dass man seine eigene Zeit halt gar nicht richtig oder seine Einnahmen gegen seine Zeit, die man investiert in die Selbstständigkeit, gar nicht richtig ausrechnet. Ja, also ich verdiene 200 Euro, habe dafür aber 80 Stunden gearbeitet. Das ist halt kein guter Stundenlohn. Und andersrum, weil man muss ja auch Fahrzeit einberechnen, also wie viel Zeit habe ich wirklich auf die Tätigkeit verwendet. Und wenn du dann auch noch hingehst und deine Buchhaltung, also alles drum und dran selber machst, und vielleicht auch alle anderen Dinge, die vielleicht jemand anders für dich machen kann, dann verlierst du ja noch mehr Zeit, die du eigentlich dafür nutzen könntest, noch dein Geschäft voranzutreiben. Und deswegen habe ich, ja, der das Ganze gelernt hat und der das Ganze auch berät, ich habe sehr, sehr früh auch meine eigene Buchhaltung an den Steuerberater abgegeben. Also ich mache das nur, ich bearbeite das nur noch vor und dann geht das rüber. Also das ganze Buchen, Steuererklärung und so weiter, das mache ich alles nicht selbst. Weil ich weiß einfach, wenn ich es gewissenhaft tue, dann dauert das Ganze 4-5 Mal so lange, als wenn der Steuerfachangestellte, mein Steuerberater das macht. Der sitzt sich da eine Stunde dran, zack, alle Belege eingegeben und ist fertig. Ja, also dann geht es mehr darum, also es gibt verschiedene Stufen, würde ich sagen. Also ganz am Anfang hast du ja vielleicht auch nicht noch das Geld zur Verfügung oder das wäre dann quasi der Monatsgewinn, dann noch den Steuerberater zu bezahlen. Und du musst es darüber hinaus auch noch selbst erstmal lernen, was bedeutet das überhaupt. Dann kann man es eher mit Rat des Steuerberaters dann nochmal vorsortieren. Aber dann in der zweiten Stufe sollte man wirklich drüber nachdenken, die Buchhaltung auch relativ schnell nur noch vorzusortieren und dann abzugeben, weil dann geht es halt auch in höhere Umsätze, dann macht es viel mehr Sinn, diese Zeit in sein eigenes Geschäft zu investieren. Ja, und das ist, man sollte halt sich wirklich auf das konzentrieren, was man gut kann. Und das ist in dem Fall eben eine Community aufbauen und Vertrieb für ein Produkt, wofür man die Leidenschaft hat. Weil die meisten Direktvertriebler, die ich kenne, die mögen nicht unbedingt auch die Buchhaltung gerne. Ja, das stimmt. Also wir bekommen jetzt gerade auch einen Kommentar in unser Live direkt. Risikomanagement ist auch ein ganz wichtiger Punkt und da zählen einige Punkte zu. Also schaut euch unter Kommentare nochmal den Beitrag von Stefan an. Ich finde das sehr, sehr wertvoll, was er da drunter geschrieben hat und schaut mal, wie das denn bei euch ist, wie das um euch und so euer Geschäft gestellt ist. Und wir bleiben jetzt nochmal beim Thema, Michael, was passiert denn so im zweiten Selbstständigkeitsjahr? Weil da kommt dann, das hast du am Anfang kurz gesagt, so der Überblick, okay, was konnte ich erreichen, was habe ich erreicht, wie sieht die finanzielle Situation aus? Was würdest du der Community sagen, was man da unbedingt beachten sollte im zweiten Jahr? Ja, das zweite Jahr ist tatsächlich so das spannende Jahr beim Start der Selbstständigkeit, weil im zweiten Jahr wird dann die Steuererklärung gemacht oder muss gemacht werden. Denn wenn du Angestellter bist oder du kommst aus einem Angestelltenverhältnis, dann musst du ja nicht mal, wenn du nur Angestellter bist, musst du nicht mal eine Steuererklärung machen. Weil einfach dein Arbeitgeber meldet dein komplettes Einkommen ans Finanzamt. Das Finanzamt weiß dann, was du verdient hast, behält davon ja sowieso schon die Lohnsteuer ein. Und wenn du eh keine Abzüge, Werbungskosten oder so noch in der Steuererklärung mit eingibst, dann hat das Finanzamt sowieso schon das Geld bekommen, was ihm auch zusteht. Als Selbstständiger bist du komplett selbst dafür verantwortlich. Es gibt ja keine planbaren Einkünfte mehr. Und dann fängst du erstmal an zu arbeiten. Und es ist auch in der Regel so, weil du ja noch nicht weißt, was verdiene ich jetzt, was bleibt am Ende des Jahres übrig, was ist dann mein Gewinn aus Gewerbebetrieb, zahle ich erstmal nichts vor. Ja, und dann stellt sich am Ende des Jahres vielleicht raus, keine Ahnung, ich habe 10.000 Euro übrig Gewinn oder 20.000 oder vielleicht auch weniger oder mehr. Und dann, wenn du die Steuererklärung machst, wird halt dieser Gewinn komplett nochmal mit deiner Einkommensteuer besteuert. Also ich habe tatsächlich vor 2 Wochen hatte ich ein Gespräch mit auch einem Selbstständigen und der hat gesagt, ja, vor 2 Tagen habe ich den Bescheid bekommen, 27.000 Euro Steuernachzahlung. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Extremfall, aber das hast du nicht auf dem Konto liegen in dem Moment. Und man muss halt von Anfang an wissen,
dass von allem, was übrig bleibt, also Einnahmen, also Provisionseinnahmen im Direktvertrieb zum Beispiel, minus Kosten, also Fahrtkosten und so weiter für Events, irgendwelche Aufwendungen, Materialkosten, Einnahmen minus Ausgaben, alles, was da übrig bleibt, das wird halt mit deiner Einkommensteuer besteuert. Da sollte man sich von Anfang an das Geld zur Seite legen, damit am Ende nicht die böse Überraschung kommt. Und mittlerweile, das ist ja das Gute, gibt es ja Bankkonten und Apps, die dir sogar helfen, diesen Betrag auch direkt nicht sichtbar zu machen. Also es gibt mittlerweile Banken, die auch gute Konten haben, da kannst du dann selber eingehen, zum Beispiel 30% meiner Einnahmen oder meines Gewinns lege ich jetzt für die Steuer zur Seite. Das siehst du dann nicht mal mehr in deinem Konto, obwohl es da drauf liegt, wenn du über die App reingehst. Ja? Und man muss sich halt selber solche Hilfen setzen und bewusst sein, dass in dem Moment, wo du selbstständig bist und einen Gewinn erzielst, dass dann das Finanzamt sich das nicht in dem Moment holt, sondern erst später mit der Steuererklärung und dass dann auch was auf dich zukommt. Also immer mal wieder schauen, wie viel wird denn bei mir am Jahresende oder für das Jahr übrig bleiben. Okay, das ist spannend. Also die Frage, die mir diesbezüglich auch immer gestellt wird, ist, wie starte ich denn meine Selbstständigkeit, um dann nochmal darauf zurückzukommen? Bin ich im Kleingewerbe eher unterwegs und besser aufgehoben oder starte ich direkt ein Großgewerbe? Teilweise wird auch die Frage gestellt, okay, was ist mit der Unternehmensform? Macht eine GmbH auch Sinn? Und das sind immer Fragen, die man nicht so direkt und genau beantworten kann. Aber gibt es da vielleicht deinerseits einen Tipp beziehungsweise eine Richtung, worauf man besonders schauen sollte? Also absolut. Meine Empfehlung ist, und das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre, so klein wie möglich starten. Also es kommt natürlich, wie du sagst, auch immer auf die Situation an. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe direkt schon ein Team und wir geben richtig Gas, dann kann auch mal eine GmbH Sinn machen. Aber das Ding bei einer GmbH ist, du hast hohe Gründungskosten, du hast auch Buchhaltungskosten, du musst einen Jahresabschluss machen, das alles kostet viel Geld. Und das geht auch nicht ohne Steuerberater. Wenn du jetzt mit einem kleinen Gewerbe anfängst oder mit einem ganz normalen Nebengewerbe als Einzelunternehmer, dann hast du nicht so den hohen Aufwand. Und ich bin immer ein Freund davon, Dinge erstmal anzutesten, wie du es gerade gesagt hast, erstmal zu schauen, ob das Ganze was für mich ist. Und dann, wenn es funktioniert, kann man es ja skalieren. Also irgendwann kann man dann vielleicht mal sagen, okay, ich mache jetzt eine GmbH draus, weil ich wirklich schon ein Unternehmen aufgebaut habe. Ich überlege gerade, ich möchte jetzt Angestellte einstellen. Und dann muss man natürlich auch größer denken. Ja, aber mit einem kleinen Unternehmen oder Kleingewerbe kannst du ja wirklich schon viel Umsatz machen, ohne dass du dann wirklich steuerliche Relevanz hast. Das Ding bei einem Kleingewerbe ist, bist noch nicht umsatzsteuerabzugsberechtigt, sei denn, du optierst dazu, aber am Ende des Tages macht es halt Sinn, gerade im Direktvertrieb hast du ja auch nicht hohe Ausgaben, dass du erstmal, weil dann, wenn du es nicht machst, wenn du ein ganz normales Kleingewerbe hast, dann sparst du dir zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, und die musst du dann nicht monatlich nochmal abgeben. Dann hast du da schon wieder Steuerberatungskosten gespart, Zeit für dich gespart und du kannst erstmal klein starten, kannst mal wirklich gucken, ist das was für mich, mag ich das Produkt, mag ich den Vertriebsweg und das Team, mag ich meinen Sponsor. Und wenn das alles passt und die Umsätze auch kommen, dann kann man auch größer denken und das kann man auch jederzeit skalieren. Aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, ganz oben jetzt zu gründen, sich ganz viel Bürokratie anzuheften, um dann festzustellen, ja, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, gerade die so Wiederverkäufer sind, das heißt, die eine Firma haben, wo sie die Produkte einkaufen und dann wieder verkaufen und auch Rechnungen ausstellen, macht es ja durchaus Sinn, wenn sie auch mit Gewerbekunden als Zielgruppe arbeiten, dann auch Rechnungen auszustellen, die mit Mehrwertsteuer ausgewiesen sind. Und deswegen ist da die Abgrenzung Kleingewerbe, Großgewerbe schon ganz wichtig. Aber trotzdem kann man das Großgewerbe auch im Nebenerwerb erstmal von Anfang an gründen und dann hinter in den Vollzeitgewerbebereich gehen, oder? Wie läuft das? Genau, absolut. Also Kleingewerbe kann man jederzeit, also Kleingewerbe ist eine Option, die dir geboten wird, wenn du dein Gewerbe anmeldest, steuerlich. Das musst du nicht ziehen, das kannst du aber ziehen. Und wenn du zu viel Umsatz machst, dann musst du auch irgendwann rauskommen. Aber du hast auch absolut recht. Also man muss sich vorher überlegen, wie viele Umsatzsteuerrechnungen bekomme ich denn rein? Und wie viele Rechnungen stelle ich aus? Ja, und ich kann die Vorsteuer meiner Einkäufe nicht ziehen, wenn ich nur Kleinunternehmer bin. Aber
wenn ich kein Wiederverkäufer bin im Direktvertrieb und nur auf Provisionsbasis arbeite, dann habe ich ja fast keine Kosten. Also dann brauche ich auch keine, dann brauche ich mir um die Vorsteuer in der Regel keine Gedanken machen. Also da kann man wirklich nicht eine pauschale Antwort geben. Man kann aber sagen, wenn du keine Kosten hast, keinen Wareneinsatz zum Beispiel, keine Wareneinkäufe und ansonsten auch keine großartigen Kosten, dann macht am Anfang auf jeden Fall die kleine Unternehmerregelung Sinn. Super. Also ich finde das richtig spannend. Ich glaube, ich könnte mich noch ewig mit dir darüber unterhalten. Also wie gesagt, wir sollten da nochmal drüber sprechen, das Ganze aufgreifen und da vielleicht einen extra Termin anbieten, wo wir dann auch speziell für eine kleine Gruppe, sage ich jetzt mal, ein Coaching anbieten in dem Bereich, worauf geachtet werden soll. Vor allen Dingen, wenn ihr dabei seid, auch ein Team aufzubauen und euer Team bestmöglich unterstützen wollt, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann nur das Ganze zitieren, abschließend mit Francis Bacon. Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben. Wenn er reich werden will, sogar nur ein Drittel. Also, das fasst das Ganze nochmal zusammen, Michael. Das ist die Richtung, die wir gehen sollten, denn wir wollen es uns ja auch leisten, für den Job unterwegs zu sein, beziehungsweise unsere Leidenschaft dauerhaft über Jahre, Jahrzehnte auszuüben. Und dann sollte man schon schauen, dass man sich auch genügend Rücklagen beiseite legt. Das mit der App finde ich eine mega Geschichte, das kannte ich noch gar nicht, dass es eine App gibt, um die Einnahmen auf dem Geschäftskonto dementsprechend mit 30% mal als Beispiel zu beziffern für Ersparnisse und die Überraschungen, die halt auch mal kommen können, an die man in dem Moment am Anfang gar nicht denkt, weil man unwissend ist oder weil man sie auch verdrängt hat und sich lieber auf die wichtigen Dinge konzentriert, nämlich sein Unternehmen aufzubauen. Michael, zum Schluss, ich weiß, du hast noch einen Wunsch für die Community. Was möchtest du der Community mit auf den Weg geben? Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir einfach, wir haben jetzt über viele, viele nicht so schöne Themen, also die ganzen nicht so schönen Bereiche der Selbstständigkeit gesprochen, so ungefähr. Ich wünsche mir einfach, dass man sich nicht abschrecken lässt, dass viele sich nicht abschrecken lassen von diesen Themen, sondern trotzdem halt das, was sie lieben und was sie gut tun, in eine Selbstständigkeit bringen. Und ich sag mal, man kann sich ja, wie schon gesagt, überall Hilfe holen. Es gibt nichts, was du irgendwie, du musst nicht BWL studieren, um dich selbstständig zu machen. Und du bekommst überall Unterstützung, sei es vom Steuerberater, sei es von anderen Experten. Und du solltest dich nicht, wenn du eine coole Idee hast, davon abhalten lassen, egal ob Direktvertrieb oder nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen, aber vielleicht mal nebenbei zu starten, mal zu probieren, ist das was für mich, macht das Spaß, weil ich finde, je mehr Menschen wir haben, die ihrer Leidenschaft irgendwo folgen, so klischeehaft das klingt, desto besser. Ja, und deswegen ist mein Wunsch einfach, wenn ihr sowas habt, was ihr gerne mal testen wolltet oder verfolgen möchtet, macht das auf jeden Fall. Und lasst euch nicht von diesen ganzen Themen Buchhaltung, Steuern irgendwie abschrecken. Ja, nur aus Leidenschaft entsteht wirklich Dynamik. Also da bin ich ganz bei dir. Vielen, vielen herzlichen Dank, Michael. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns voneinander schon verabschieden. Und ich möchte das Ganze mit einem Zitat nochmal abschließen. Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt. Er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Also, liebe Community, im Namen von Henry Ford wünsche ich viel Erfolg, maximale Leidenschaft und bleibt vor allen Dingen gesund. Corona bietet uns viele Möglichkeiten, um unser Geschäft zu überdenken und neue Wege zu gehen. Seid euch dessen bewusst, dass ihr so viele Möglichkeiten habt. Und wenn ihr dann noch die Tipps von Michael heute mit berücksichtigt, oder euch für die Zukunft nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Michael wird seine Kontaktdaten nochmal unter Kommentare veröffentlichen. Also man darf ihn auch anrufen. Ich glaube, das erste Gespräch ist sogar kostenlos, Michael, um zu schauen, ob man überhaupt zusammenpasst. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich werde nochmal Rat und Tat bei Michael einholen. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Und ich wünsche euch, bleibt inspiriert. Bleibt dabei und nächste Woche Mittwoch um 13 Uhr sehen wir uns wieder.
Michael, wir sagen Tschüss zur Community und. Danke nochmal, Tschüss und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Ist ja bestes Wetter, zumindest hier bei uns in Düsseldorf. So sieht's aus. Hier in Olpen auch so. Okay, wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald.